herzlich willkommen, liebe Abonnenten. Ich bin's wieder, euer Robert, und wir machen hier jetzt weiter. Und zwar heißt die Mission eine fasantastische Idee. Beanspruchen Sie 3 Fasanen als Beute. Und das machen wir jetzt auch. Wir nehmen natürlich das neue Visier, was wir in letzter Folge freigeschaltet haben. Und dann würde ich sagen, geht das los. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Map gefällt mir ganz gut. Muss ich sagen, also hier läuft das eigentlich recht, also hier läuft es besser, hier finde ich die Tiere besser. Und ja, oh, den Text lese ich jetzt aber nicht vor, oder? Das könnte ihre bisher anspruchsvollste Jagd werden. Fasane zu erwischen ist so schon schwierig genug. Wenn sie sich auch noch im Unterholz verbergen können und auf höher gelegenen Stellen alles im Blick behalten können, ist das ein ganz anderes Kaliber. Wenn sie die Spur eines Fasans verfolgen, die Richtung in Unterholz führt, gehen sie am besten ganz behutsam weiter und behalten sie die Umgebung mit dem Feldstecher im Blick. Jede Bewegung im Unterholz sollte durch Fasanen verursacht werden. Wenn das Tier an den Hügel heraufzieht, sollten sie sich schon bereithalten, gleich auf es zu schießen. Der Fasan könnte jeden Moment hinter dem Felsen auftauchen. Wenn sie sich ihm an die, wenn sie ihm dann die Chance zur Flucht geben, wird er sie auch nutzen. Fliegt er davon, holen sie ihn mit einem gezielten Schuss vom Himmel. Schnelligkeit und Präzision sind hier gefragt. Ich Idiot habe natürlich kein Fernglas mit, dann kann ich gleich noch mal rausgehen. Ach ja, die Vorbereitung, die Vorbereitung, die Vorbereitung. Es ist immer das Beste, aber naja. Da habe ich nur echt eben gerade nicht dran gedacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, Fernglas. Dann machen wir das Ganze nochmal. Ja. Aber das mit den Fasanen, da kann ich eigentlich auch sprinten, weil wenn die da oben im Himmel rumflattern, die hole ich da runter, da ohne Probleme. Das ist kein Problem. Problem ist halt nur, die Viecher zu finden. Das wird das scheiß Problem sein. Das hat ein Fasan. War das gerade ein Fasan oder was auf da hinten rum? Nö, nee, das war eine Hirschkuh oder sowas. Na ja, Freunde, so sieht das aus. Die Fasane müssen ja hier irgendwo rumeiern. Da hinten rennt da irgendwas. Was war das? Hm.
Ist denn da? Was läuft da? Ein Karnickel rennt da rum. Ja, wie gesagt, Freunde, bei den Fasanen brauche ich hier nicht rumschleichen, weil wenn die im Himmel rumfliegen, dann kriegt die ganz leicht runtergeholt. Das Problem ist nur, die erstmal zu finden. Das ist die Schwierigkeit. Na. Wo sind die Schweineviecher? Oh, was ist denn das? Furchtbar, Mensch. Da denn du wieder los? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Sind diese Scheißfasane, Mensch?
Hexviecher, Mensch. Einen habe ich schon mal. Nummer 2. So, dann haben wir den zweiten. Und dann müssen wir hier vielleicht nur ein kleines Stück weiterlaufen. Da läuft da echt ein Kaninchen rum. Ich werde ja verrückt. Tja, Freunde. Ein Fasan fehlt uns noch. Aber ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Ich laufe jetzt hier einfach quer durch und wenn hier irgendwas hochflattert, dann sehe ich das. Und dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Also wo wir hinschießen müssen, so. Weil hier sieht das auch so richtig fasantechnisch aus. Ah, das war kein Fasan, das war ein Kanickel. Aber irgendwo müssen hier welche sitzen. Bin mir sicher, dass hier irgendwo noch ein Fasan sitzt. Die Frage ist nur wo. Vielleicht hier unten? Ich habe keine Ahnung. Mensch, aber hier müssen wir irgendwo noch mal ein oller Fasan hocken, oder wenn? Ah, Freunde, Freunde, Freunde. Stimmt, hier drin irgendwo im Gebüsch.
Wette ich, dass hier irgendwo im Gebüsch einer sitzt. Kann ich wetten, dass irgendwo da drinnen einer hockt. Na, das ist aber komisch, ja. Alter, finde ich jetzt den letzten Scheiß versauen nicht? Gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch ja nicht. Wo ist denn das Olfi? Das hat furchtbar jetzt gerade. Mann, Mann, Mann. Das packe ich gerade irgendwie nicht, ne? Dass ich den letzten Scheiß Mistvieh jetzt hier gerade irgendwie nicht finde, ne? Junge, Junge, Junge.
Ein scheiß beknackter, dreckiger Fasan. Das gibt's doch gerade schon wieder nicht, oder Mann? Mann, Mann, Mann. Ich werd grad bekloppt, ne? Aber Freunde, ich guck hier noch mal, was hier hinter dem Berg steht und dann machen wir noch mal einen Cut, weil das dauert mir sonst echt zu lange. Ja, wir machen noch mal einen Cut, wenn ich den letzten Fasan finde, hole ich euch noch mal dazu. Bis so, Es tut Freunde, mir ich habe leid. die letzten Fasane noch gesehen, da werde ich jetzt den männlichen schießen. Und dann sind wir damit durch. Oh, wir haben auch echt lange gesucht, ey. Das war die nervigste Mission, die ich jetzt her hatte bis jetzt. Diese scheiß Fasane, ey. Wo lügt die Viecher, ey? Ekelhaft, ich sag euch. Aber naja, nun haben wir es ja geschafft. Naja, komm, flieg weg. Verschwinde hier. Hau ab hier. So. Da haben wir ihn. Zack. Und fertig. Und dann, ja. Fasanlocke. Jetzt kriegen wir den Fasanlocke. Ich werde verrückt. Aber gut, der kann uns wirklich noch gute Dienste leisten hier auf der Karte, würde ich sagen. Oder auf anderen Karten. Ja gut, Freunde, dann sind wir momentan hier und dann geht das nachher hier weiter. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Fahne ganz, ganz weit nach oben, Freunde. Bis später. Tschüss.